Ich habe das Gefühl, Sie lesen unsere Berichte gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich habe das Gefühl, Gott sei Dank, dass ganz viele eure Berichte nicht mehr lesen. Ihr seid auf dem absteigenden Ast. Dann ist aber ein bisschen schwierig, mir zu erzählen, was ich berichte, wenn Sie meinen Bericht nicht lesen. Die Frau, die hier so angegangen wird, heißt Franziska Clemens und arbeitet für die Sächsische Zeitung. Wir haben sie für eine Dokumentation begleitet und dabei gemerkt, dass sie echt was zu erzählen hat darüber, was Lokaljournalismus heute bedeutet. Wenn der Wohnort einmal bekannt ist, dann kann man sich da nicht mehr so ganz sicher fühlen. Wir haben auch erlebt, was für Anfeindungen sie gerade im Lokalen ausgesetzt ist. Sächsische Zeitung, wie viele Abonnenten habt ihr noch? Na, wie sah das vor einem Jahr noch aus? Na, wie viele Abonnenten hattet ihr da? Es ging doch gerade um die Berichte, oder? Und wir haben gemerkt, dass sie Geschichten erzählt, die oft weit über das Lokale hinausreichen. Dresden im April 2021. Die Polizei hat alle großen Plätze in der Stadt abgeriegelt, denn eine geplante Querdenken-Demo wurde verboten. Trotzdem rechnen alle hier mit Protesten. Wie erst vor ein paar Wochen. Journalisten und Polizisten wurden attackiert. Das soll sich unter keinen Umständen wiederholen. Reporterin Franziska Clemens ist mit einem Kollegen unterwegs. Allein zu berichten wäre zu riskant. Viele Informationen erreichen sie über soziale Netzwerke. Telegram ist für die ganzen Querdenken-Geschehnisse eigentlich so die Hauptinformationsquelle. Ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil da wahnsinnig viel reingespammt wird. Man hat manchmal nach ein paar Stunden so 350 neue Nachrichten. Aber immer wieder ist dann eben auch so eine dabei, die dann wichtig ist als Info. Heute scheint es zunächst ruhig. Trotz einiger Diskussionen, wie hier am Elbufer wegen der Maskenpflicht. Und ihr habt keinerlei Maßnahmen, überhaupt gar keine Rechte. Nichts habt ihr in der Hand. Clemens will alles mit eigenen Augen sehen. Sie will sich nicht allein auf die Informationen der Polizei oder aus den sozialen Medien verlassen müssen. So, lass du mich in Ruhe. Ich bring meinen Ausweis wieder her. Die Reporterin ist vor Ort, um zu beobachten. Doch plötzlich steht sie mittendrin. Die Szene vom Anfang dieses Films geht noch weiter. Und es wird persönlich. Hättet ihr bessere Berichte, würde es eurer Zeitung auch besser gehen. Also glücklicherweise können wir uns nicht beklagen, dass es niemand mehr lesen würde. Ihr könnt euch nicht beklagen? Aber ich würde Sie bitten. Ihr könnt euch nicht beklagen? Aber ich würde Sie bitten und ich lade Sie ein, wenn Sie meine Arbeit beurteilen möchten, dann lesen Sie bitte meine Berichte und dann können wir weitersprechen. Ich habe zu Hause bei mir ein Klo, ein WC. Ja? Da brauche ich euer Blatt regelmäßig. Das benutze ich, um mir den Arsch damit abzuwischen. Das ist das Einzige, wofür das noch gut ist. Sächsische Zeitung, hast du gemerkt, wie die Leute gelacht haben? Hast du das gemerkt? Gelächter. Sächsische Zeitung, liebe Leute, so sehen sie aus. Die Redakteure von heute. Bitte Sie sich zu beruhigen, dann können wir auch miteinander sprechen. Aber in dem Ton sehe ich keine Gesprächsmöglichkeit. Tut mir leid. Sowas kann schon immer mal passieren. Gleichzeitig fand ich das gerade besonders aggressiv. Ich kenne die Art, Menschen anzugehen, mit dann auch direkt irgendwie diese Gruppe immer einzubinden und sich dann Spott zu holen. Das ist gerne in solchen Milieus. Das soll einen dann, glaube ich, einschüchtern. Hat jetzt in meinem Fall nicht funktioniert, aber natürlich ist es keine besonders schöne Situation, wenn man das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr so richtig dazu sagen. Trotz Anfeindungen geht Franziska Clemens für die Sächsische Zeitung immer wieder zu solchen Terminen. Ihr ist das wichtig. Es gibt gerade viel zu viele Leute, die den Staat anzweifeln, die anzweifeln, dass es diese Pandemie überhaupt gibt. Die können wir nicht einfach alle verlieren, sondern wir müssen da schon irgendwie dranbleiben. Und wenn diese Pandemie vorbei ist, versuchen, wieder aufeinander zuzugehen und die Menschen zurückzugewinnen für Fakten. Und eigentlich dachten wir, dass unser Tag jetzt nach dem Interview mit Clemens in der Redaktion vorbei wäre. Doch dann... Ist es jetzt? Oh, das wäre krass, wenn es jetzt wäre. Das ist auch gar nicht weit weg. Okay, komm, dann gucken wir noch mal kurz hin, oder? Feierabend verschoben. Die Polizei hat eigentlich alles abgezogen und jetzt haben wir mitbekommen, dass das scheinbar doch noch was geht. Die Gruppe aus dem Video kann Franziska Clemens erstmal nicht finden. Aber eine andere. Und unveräußerlichen Menschenrechten. Ihr seid die Größten und ihr habt die längsten Schwänze. Die Würde des Münzen ist unantastbar. Clemens dokumentiert das Geschehen für den Live-Ticker der Sächsischen Zeitung. Schämt euch!
Die Menschen haben auf jeden Fall abgewartet, bis die Polizei abzieht. Das hat man auch auf Telegram teilweise gelesen, dass da darüber gespottet wurde, dass die dumme Polizei doch viel zu früh abgezogen sei. Oh krass, da seid ihr immer noch. Ein Kollege erzählt Clemens, was passiert ist, als sie in der Redaktion war. Wenige hundert Meter entfernt soll es zu Ausschreitungen gekommen sein. Die Polizei hat Verdächtige festgesetzt. Ja. Findet da hinten gerade noch mit einem der festgenommenen Maßnahmen statt hinter dem Wagen? Ich sage Ihnen dazu gar nichts, okay. Ich muss an die Pressestelle verweisen. Keine Auskunft. Im Netz entdeckt Clemens das Video einer Festnahme. Die Person kennen wir schon. Es ist der YouTuber, der Clemens am Mittag beschimpft hat. Er soll über seinen Livestream dazu aufgerufen haben, sich in der Stadt zu versammeln, obwohl das verboten war. Im August 2021 wird noch immer gegen ihn ermittelt. Außerdem sollen heute mindestens drei Reporter angegriffen worden sein. Du warst doch einer von denen, die einen Tritt abbekommen haben. Ja, ich habe einen Tritt irgendwie in die Nierchen abbekommen, aber ich weiß nicht von wem. Aber ist alles okay jetzt? Ja. Okay. Mal gucken, wenn das Adrenalin weg ist. Und damit endet der Tag für uns. Und für Clemens. Doch für sie hatte er noch Folgen. Erzählt sie uns ein paar Wochen später. Wir haben fast immer gezeltet. Nach diesem Tag war ich relativ direkt auf der nächsten Querdenken-Demo. Und genau der Effekt, den ich sonst immer hatte, dass ich ganz gut untertauchen kann, der war dann verschwunden. Dadurch, dass ich auf diesem YouTube-Video zu sehen war, dadurch, dass es auch auf anderen Social-Media-Kanälen relativ viral gegangen ist. Ich wurde dann da von einer ganzen Traube von Menschen immer wieder mal angepöbelt und habe dann auch leider in der Nähe meiner Heimatadresse, also meines Stadtteils, jemanden gesehen, der auch mich gesehen hat, weswegen ich dann nicht mehr so sicher sein konnte, ob mein Wohnort jetzt nicht bekannt ist. Deswegen habe ich meinen Namen vom Klingelschild abgenommen. Das heißt aber, so komplett sicher fühlst du dich nicht als Journalistin, die ja auch genau hier lebt, in dem Ort, über den sie auch kritisch berichtet. Es ist schon klar, wenn der Wohnort einmal bekannt ist, dann kann man sich da nicht mehr so ganz sicher fühlen. Dann würde ich wahrscheinlich den Stadtteil wechseln, würde woanders hinziehen. Was war denn das Schlimmste, was du an Anfeindungen schon erlebt hast? Also am belastendsten war auf jeden Fall die Anfeindungswelle nach meiner Berichterstattung über einen Reichsbürger. Der hat auch ein Video über mich gemacht, hat das auf zig verschiedene Kanäle gestellt. Und dann gab es ganz viele Personen, die mir mit Vergewaltigung gedroht haben und auch wirklich sehr konkret geworden sind. Und das Gefühl war ehrlich gesagt schon ganz schön beklemmend, weil die waren natürlich fast alle anonym. Und ich wusste nicht, wie sie aussehen, wie ich sie erkennen kann, aber sie wussten, wie ich aussehe. Das heißt, an jeder Straßenecke hätten sie theoretisch sein können. Hattest du damals Angst? Ich habe mich damals geweigert, mir Angst einjagen zu lassen, aber ich habe damals dann schon angefangen, Kampfsport zu machen, um mich wehren zu können im Fall. Also ernst genommen habe ich schon die Bedrohungen. Auch wegen der Geschichte, an der sie gerade arbeitet, hat Franziska Clemens einige böse Anrufe bekommen. Es geht um Migration. Seit Monaten schon begleitet sie eine Familie, die aus dem sächsischen Pirna nach Georgien abgeschoben worden ist. Das ist Ilona Imelischwili und das ist ihr Mann Ilia. Die haben zusammen 7 Kinder und sie sind vor 8 Jahren aus Georgien hergekommen. Lika ist die Älteste, die ist 11 Jahre alt. Die hat gerade die 5. Klasse eines Pirna Gymnasiums besucht. Warum ist denn diese Geschichte relevant für Sachsen und auch Menschen vielleicht in Dresden, die eben mit der Geschichte in Pirna nicht so viel zunächst anfangen können oder es vielleicht nicht mitbekommen haben? Es sind Fragen, die ja ganz viele Personen immer wieder bewegen. Es sind Fragen, die tausende Menschen allein in Sachsen jedes Jahr irgendwie bewegen. Wir haben hier in Sachsen allein mehr als 10.000 Personen, die theoretisch abgeschoben werden dürfen. Viele haben es für eine Duldung, aber das heißt, auch auf die könnte noch ein ähnliches Schicksal zukommen. Und ich denke auch als Gesamtgesellschaft, egal ob man jetzt der Integration von Geflüchteten positiv oder negativ gegenübersteht, gibt es sehr viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen, mit der Frage, wer soll hier leben, wer darf Deutscher werden, Deutsche, wer sollte wann und wie gehen müssen. Das sind all die Fragen, die mit dieser Familie und ihrer Geschichte mitschwingen. Heute, genau 2 Monate nach ihrer Abschiebung, will sie fragen, wie es Familie Imelischwili in Georgien inzwischen ergangen ist. Hi. Hallo. Hallo, wie geht's euch denn? Die Kinder träumen schon, dass sie bald in die Schule gehen. Ferien ist fast vorbei, hat sie gesagt. Und ich weiß nicht, was soll ich sagen oder was soll ich machen. Und Nikolaus kommt jetzt auch in die 1. Klasse eigentlich, oder? Nikolaus war Vorschulkind. Wir haben alles vorbereitet. Sogar Ranzen habe ich gekauft. Das liegt alles in unserer Wohnung in Pirna.
alle Kinder sagen, sie wollen nach Hause gehen und das ist Birna. Franziska Clemens begleitet die Familie seit 2 Monaten. Für eine Reportage hat sie sie nach der Abschiebung in Georgien besucht und die Kinder kennengelernt. Hi Lika. Hey. Wie geht's dir denn? Ich verstehe halt immer noch nicht. Ich glaube es immer noch nicht, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, was ich hier mache oder was ich hier suche. Oder ich habe Angst, auch ehrlich gesagt, dass wir nicht mehr zurückkommen. Und ich möchte das alles einfach nicht mehr. Ich möchte einfach nur mein altes, schönes, friedliches, ruhiges Leben zurückhaben. Das ist ja schon für dich dann auch eine große Verantwortung, die du ja aber auch nicht erfüllen kannst. Wie gehst du denn damit um? Also du bist ja die Journalistin, die nur darüber berichtet und nicht diejenige, die die zurückholt. Ich erkläre es ihnen einfach immer wieder. Ich habe ihnen immer wieder gesagt, auch vor Ort in Georgien, ich bin Journalistin, ich bin nicht Aktivistin, nicht Politikerin. Ich kann über euch schreiben, ich schreibe, was ist. Ich erzähle den Leuten eure Geschichte, ich erzähle ihnen die Fakten zu eurem Fall. Das ist das, was ich machen kann. Franziska Clemens nimmt uns mit nach Pirna, wo die Familie gewohnt hat. Ihr Asylantrag wurde zwar abgelehnt, von der Anwältin hat Clemens aber erfahren, dass es noch eine Chance auf eine Rückkehr geben soll, denn die Familie sei besonders gut integriert. Clemens spricht mit allen Beteiligten. Hintergründe recherchiert sie am Schreibtisch. Das Persönliche vor Ort. Hi. Hallo. Tut mir leid, dass wir so spät sind. Heute will sie sich vom Großvater der Familie nochmal die Wohnung zeigen lassen. Wegen noch laufender Verfahren zahlt die Behörde die Miete. Aber nur noch bis Ende des Monats. Hier schlafen 3 Menschen. Hier Große, hier Katharina und hier Nummer 7 Lise. Hier Nummer 6. Ich bin 51 Jahre. Kinder gehen Schule, gehen Gymnasium lernen. Und Mama mia, Abschiebung gemacht, bei mir anrufen, schreiben, Liga weinen, Opa helfen. Ich glaube das, aber keine. Clemens Berichte haben mit dafür gesorgt, dass die Politik sich mit dem Fall befasst. Hier sieht alles danach aus, als könnte Familie Imelischwili jede Minute zur Tür hereinkommen. Clemens will die Familie auch in den kommenden Wochen weiter begleiten. Eine Woche, nachdem wir Clemens nochmal besucht haben, hat sie sich plötzlich bei uns mit Neuigkeiten gemeldet. Familie Imelischwili darf nach Deutschland zurückkommen. Das Gericht habe entschieden, dass die Abschiebung illegal gewesen sei. Ein paar Tage später macht Franziska Clemens diese Aufnahmen. Der Großvater holt seine Enkel am Flughafen in Berlin ab. Nach Clemens Berichten gab es auch bundesweit Artikel in Zeit, Bild, der Süddeutschen, der FAZ und weiteren Medien. Dieser Fall wäre wahrscheinlich nicht so groß geworden, wenn die Sächsische Zeitung nicht darüber berichtet hätte. In Berlin hatte ich häufiger das Gefühl, bei Geschichten, die ich verfolgt habe, dass auch ohne mich, dann wären 10 andere Zeitungen da gewesen. Und es wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre. Weil berichtet worden wäre trotzdem, nur eben von anderen Personen. Und hier habe ich häufiger das Gefühl, dass dann eben diese eine Person erstmal mich oder auch eben andere Kollegen aus meinem Team braucht, damit eine Geschichte berichtet, gehört, gesehen wird. Und es geht hier darum, Menschen, die sich von Fakten verabschiedet haben, zurückzugewinnen. Ich glaube, ich alleine kann es leider nicht schaffen, sondern es geht um die vielen kleinen Geschichten und kleinen Brücken, die man immer wieder bauen kann. Vielleicht auch durch Journalismus, indem man eben nicht einfach nur sagt, die Leute sind jetzt für uns verloren, die gehören jetzt auch dieser ganzen Nazi-Schiene an, sondern bei vielen ist es dann vielleicht doch noch mal genauer hinhören, ob es nicht doch eine begründete Sorge ist, ob sie nicht vielleicht doch mal eine schlechte Erfahrung hatten. Ich glaube, wir neigen manchmal zu schnell dazu, Menschen in eine Schublade einzuordnen und vergessen dann, dass sie da gar nicht reingehören wollen unbedingt. Auch ich habe als Journalistin schon Menschen intensiv begleitet und auch schon Anfeindungen erlebt. Trotzdem haben jetzt die Tage gezeigt mit Franziska Clemens, dass es im Lokal noch mal was anderes ist, weil die Menschen vielleicht auch im Zweifelsfall wissen, wo man wohnt oder wo man zur Arbeit geht.
Und dieser Mut, dieses trotzdem da weiter zu recherchieren und trotzdem zu versuchen, Verständnis füreinander zu schaffen und Politik greifbar zu machen, das finde ich ziemlich bewundernswert. Wie seht ihr das denn? Findet ihr Lokaljournalismus überholt oder leistet er eurer Meinung nach auch einen wichtigen Beitrag? Was muss sich denn ändern, damit ihr bereit seid, Lokaljournalismus zu lesen und auch dafür zu bezahlen? Schreibt es in unsere Kommentare.